Herr Bundesminister, jetzt am Wort Bettina Rausch von der ebenfalls von der ÖVP. Der Veranstalter verlässt gerade den Raum, aber ich möchte schon noch eingehen auf etwas, das er vorher angesprochen hat, nämlich die Frage der Schengen-Erweiterung, die er nur in der Vergangenheitsform, ich habe ganz gut aufgepasst, geschildert hat, als wäre das alles schon gelaufen, aber da laufen ja noch Gespräche. Und dieser Schengen-Raum hat hoffentlich viel Zukunft, so wünschen wir uns das zumindest. Er wird halt nur dann eine Zukunft haben und wird im Inneren ein freier Raum sein können, wenn wir ihn im Außen gut sichern. Und wir sehen die Sicherheit einfach gefährdet, wenn ein Raum erweitert wird, der momentan nicht in der Lage ist, seine Außengrenzen ordentlich zu schützen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger hat Österreich gemacht, indem es jetzt dieser Entscheidung nicht zugestimmt hat. Im Übrigen waren wir da auch nicht die einzige Gegenstimme. Und wir sind zu Gesprächen bereit, wenn gewisse Bedingungen auch erfüllt werden können. Ich glaube, wir können darüber auch später dann diskutieren. Es ist, glaube ich, hier keine Doppelkonferenz vorgesehen vom Rednerpult. Aber ich möchte dann auch nur mal klarstellen, worum es uns dabei geht, nämlich die Sicherheit auch des Schengen-Raums entsprechend zu gewährleisten und nicht ein System zu erweitern, das aus unserer Sicht im Moment nicht funktioniert. Und wie gesagt, wünschen wir uns da auch eine gute Zukunft. Der Herr Bundesminister hat einen sehr großen Rahmen gespannt, den großen Bogen, die Strategie auch aufgezeigt, die sich auch im außen- und europapolitischen Bericht 2021 widerspiegelt, den wir heute diskutieren, eine auf fast 300 Seiten festgehaltene Bilanz dessen, was der Außenminister und das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten hier in Österreich und weltweit tut. Der Bericht ist sehr umfangreich. Ich möchte hier nur zwei Schlaglichter werfen. Einerseits auf den Westbalkan und dann auch auf die Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit. Österreich ist den Ländern des Westbalkans nicht nur aus historischen Gründen sehr verbunden. Wir haben rund 500.000 Menschen etwa, die in Österreich leben und Wurzeln am Westbalkan haben, die, glaube ich, auch für die Resilienz dieser Beziehungen auch immer wieder sorgen. Unser Weg ist klar. Aus unserer Sicht ist die Europäische Union erst dann komplett, wenn die Länder des Westbalkans Teil der Union sind. Wir sind Tempomacher und im Bericht ist auch zu sehen, dass es den Österreich-Westbalkan-Gipfel gab, dass wir auch in der Pandemiebekämpfung, Migrationsmanagement eng zusammenarbeiten, den Berlin-Prozess engagieren. Unterstützen. In dem Zusammenhang freut es mich, ich bin einer Meinung mit Bundeskanzler Nehammer, dass Bosnien-Herzegowina den EU-Beitrittskandidatenstatus erhalten hat. Bundeskanzler Nehammer nennt ihn einen historischen Schritt, der für Sicherheit und Stabilität in der Region, aber auch in Europa sorgen kann. Am Westbalkan sind wir auch mit der Austrian Development Agency, mit der ADA vertreten und da möchte ich nur noch darauf hinweisen, dass wir da auch sehr viele bilaterale Projekte am afrikanischen Kontinent haben, etwa in Äthiopien oder Burkina Faso, wo wir zum Beispiel das technische Schulwesen und die Berufsbildung unterstützen. Sie sehen, wir nehmen unsere Verantwortung in Europa, aber auch in der Welt umfassend wahr. Das hilft den Menschen vor Ort, aber das stärkt auch die Sicherheit in Europa, in Österreich und letztlich global. Ich möchte mich an dieser Stelle auch für unsere Fraktion herzlich beim Außenminister für seine exzellente Arbeit bedanken, aber nicht nur für seine, sondern auch für die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Österreich und in der Welt. Und wir werden diesen Weg, wir sind im Jahr 2022 schon ein Stück weit gegangen wieder und werden ihn auch 2023 hier im Parlament begleiten und mitgehen. Vielen Dank. Nächste Rednerin. Bettina Rausch von der ÖVP entgegnet der Kritik von Helmut Brandstätter am Schengen-Veto, das aus Sicht der ÖVP eine Erweiterung eines nicht funktionierenden Systems nicht zu befürworten sei.